Herzlich willkommen auch heute Morgen. Ich bin versucht zu sagen, hallo liebe Studierende. Das hat etwas von Universität, aber ich war vor Jahren schon mal hier, es trifft mich nicht ganz unvorbereitet. Ich habe Ihnen sehr viel mitgebracht. Ich glaube, es sind etwas über 60 Folien für 45 Minuten, aber ich denke, in sportlichen Zeiten sind sportliche Ziele auch angebracht. Und ich habe heute Morgen im Frühstücksfernsehen schon so viel EM gesehen, also ich bin schon, ich hoffe, ich kriege den Switch noch zu unseren Themen hier. Ich möchte Ihnen kurz ein paar Sätze noch zu meiner Person sagen, damit die, die mich nicht kennen, ungefähr einordnen können, wer ich bin, wo ich herkomme. Da komme ich nämlich her. Sie werden sofort erkennen, die kleine Lesehilfe unterstützt Sie dabei. Das ist das Rhein-Main-Gebiet, das ist genau Bergen-Enkheim. Also wenn Sie da mal durchkommen, dann sagen Sie Bescheid oder halten Sie die Augen offen. Da bin ich regelmäßig. Ansonsten, ich schreibe sehr viel im Internet. Der ein oder andere war vielleicht schon mal auf dieser Seite. Das mache ich so an den Randzeiten des Tages. Bei Tageslicht bin ich in Sachen Bildung unterwegs, berate alle Fragen, alle Themen der Qualifizierung. Am liebsten, wenn Sie noch irgendwas mit E-Learning zu tun haben. Ich bin in verschiedenen Vereinigungen, wie zum Beispiel der Gesellschaft für Wissensmanagement. Ich bin in Lernplattformen oder Communities international. Man kann mich aktiv oder regelmäßig auf Messen wie der LearnTech oder Cebit antreffen. Ich bin wahrscheinlich mit meinem Profil auf mehr Plattformen und Netzwerken als notwendig ist. Und das ist das Thema, auf das Sie mich nicht ansprechen sollten, weil dann finden wir keine Zeit mehr über Qualifizierung, E-Learning und Trends zu reden. Heute möchte ich mit Ihnen aber, wie gesagt, über Trends in der Weiterbildung, Trends in Corporate Learning sprechen und beginnen möchte ich mit einem kleinen Sprung zurück in das Jahr 1996. Fällt irgendjemand etwas zu diesem Jahr ein? Irgendein Europameister? Ernsthaft? Okay, schon, ja. Kam es heute im Frühstücksfernsehen oder? Okay, sehr gut, ja. Noch andere Ideen, Vorschläge? Also beim Thema Radfahren ist mir eingefallen, Jan Ullrich kam da zum ersten Mal in Erscheinung. Also ich habe Ihnen noch ein paar Hilfen mitgebracht. Also da klingelt wahrscheinlich sofort bei Ihnen, was 96 los war. Das ist der Habichtspilz, das ist die Hainbuche, der Kiebitz. Das waren alles Dinge, die 96 ihr Jahr hatten. Unter anderem auch, und das war der Übergang oder ist der Übergang, wir hatten 96 auch das Europäische Jahr des lebenslangen Lernens. Es war eine Nacht- und Nebelaktion. Oktober 95 haben Menschen in Europa, Europäische Kommission beschlossen, wir müssen etwas tun. Man hat dann sehr schnell das Jahr erklärt, einige Millionen Euro in die Hand genommen. Und das Spannende ist eigentlich, was ist daraus geworden? Welche Wirkungen hat es gehabt? Ich denke, es hat sicher die Wirkung gehabt, dass wir mit dem Begriff lebenslanges Lernen heute sehr selbstverständlich umgehen. Wenn es irgendwo um Wissensgesellschaft geht, um Dinge, die getan werden müssen in der Bildung von PISA bis zur Weiterbildung für Ältere, da taucht lebenslanges Lernen auf. Aber wir haben auch eine andere Seite, die sehen Sie ganz schön in dieser Grafik hier wiedergespiegelt. Wir haben hier, was die Teilnahme an Weiterbildung angeht, durchaus eine gegenläufige Entwicklung. Wir haben eine Spitze, sogar 96, 97, 97 in dem Fall. Und seitdem abfallende Zahlen und dieses Jahr, der Bericht ist noch relativ neu, also seine Publikation wurde zum ersten Mal gefeiert, dass man also einen Trend nach unten aufgehalten hat. Also wir haben durchaus diese zwiespältige Entwicklung. Auf der einen Seite Fokus in der Öffentlichkeit, lebenslanges Lernen und die Bedeutung mehrmals unterstrichen, aber wenn man sich dann die Zahlen anschaut, was die wirkliche Beteiligung angeht, geht es durchaus in eine andere Richtung. Und wenn man sich die Argumente in diesem Bericht anschaut, warum es so ist, und wenn wir sie uns anschauen, Konjunktur, Sparpolitik, Kostendruck, dann können wir schon ahnen, dass die sich nicht so schnell umkehren werden. Also wir werden vielleicht in dieser gegenläufigen Entwicklung durchaus weiter leben müssen. Die Frage ist dann, wo liegen aber unsere Lern- und Bildungsreserven? Wo liegen die Möglichkeiten, wo liegt das Potenzial, um dieses lebenslange Lernen irgendwie doch noch Wirklichkeit werden zu lassen? Und ich möchte heute so in den nächsten Minuten auf zwei Bereiche meinen Schwerpunkt legen. Das eine sind Mitarbeiter, sind Lerner und sie mal ganz schnell durch einzelne Zielgruppen und damit verbundene Fragen führen.
Und dann noch Web 2.0, neue Technologien als eine Möglichkeit vorstellen, darauf zu reagieren oder Weiterbildung, Qualifizierung dahingehend zu erweitern. Was wissen wir über einzelne Zielgruppen? Ich fange mal mit Führungskräften an. Oder was das Lernen von Führungskräften betrifft. Eigentlich eine Zielgruppe eigener Abteilungen. Corporate Universities, Leadership Development, Talent Management. So ein bisschen abseits der Qualifizierung, der klassischen Weiterbildung. Aber ich denke, das beginnt auch so ein bisschen aufzuweichen. Ich denke, ein entscheidender Grund ist dafür, dass wir von Wissensarbeitern sprechen, von Fachexperten, also Entwicklungen haben, die diese Zielgruppe einfach größer werden lassen. Und so ein bisschen auch die Frage aufwerfen, wie können wir da auch effizienter weiterbilden, wie können wir da Maßnahmen, Möglichkeiten finden, die auch hier unterstützen. Wie lernen Führungskräfte? So. Nicht ganz ernst gemeint, aber ja, wäre vielleicht eine Möglichkeit. Es gibt eine ganze Reihe von Studien in den letzten 2, 3 Jahren, die sich dieser Frage angenommen haben. Wie lernen Führungskräfte? Also jenseits von St. Gallen und Schloss Kracht und was es da für Optionen gibt. Ich habe jetzt mal ganz kurz, das wird so ein Schnelldurchlauf, einige Punkte zusammengefasst, die Sie in diesen Studien finden zu diesem Thema. Wie lernen Führungskräfte? Führungskräfte lernen, ja. Nicht im Klassenraum, und selbstorganisiert. Führungskräfte lernen oder andersrum haben Zeitprobleme. Führungskräfte schätzen vor allen Dingen soziale und personale Kompetenzen, lehnen stark didaktisierte Lernangebote, sind problemzentriert, lernen also am liebsten in Krisen, wenn es nicht mehr läuft, sind anwendungspraxisorientiert, verfügen über ein hohes Maß von Selbstlernkompetenz oder sollten darüber verfügen qua Rolle, lernen informell. Und wenn wir dann ins Kleingedruckte dieser Studien gehen, gibt es noch einige Ergänzungen, die diesen groben Trend, diese groben Aussagen unterstreichen. Das Internet ist Führungskräften heute gar nicht mehr so fremd, wie es vor einigen Jahren kolportiert wurde oder angenommen werden konnte. Die meisten können sehr wohl damit umgehen. Bei E-Learning wird es schon ein bisschen dünner, was die Luft angeht. Blended Learning ist da eine Option. Und sie suchen Quellen, die kurz und prägnant sind. Learning on Demand, wir haben es eben auf einer der Folien auch gesehen, ist auch da ein Trend. Zusammengefasst kann man sicher unterstreichen, dass das klassische Bildungsmanagement, Kurse, Trainings, Workshops, auch klassische WBTs nicht die Antwort sind. Also hier geht es schon in eine ganz andere Richtung. Ich möchte diesen Weg einfach mal fortsetzen über 2 andere Zielgruppen und da auch ganz kurz fragen, wo stehen die, was diese Themen angeht. Jüngere Mitarbeiter sind ja das Thema, ja, das Damoklesschwert, das über den Personalabteilungen hängt, auch über der Personalentwicklung natürlich. Was kommt auf uns zu? Womit haben wir es eigentlich zu tun? Digital Natives, Google Generation, Net Generation, Generation X, Y, die Bezeichnungen sind ja sehr vielfältig. Was kommt da eigentlich auf uns zu? Auch da gibt es viele schöne Bemerkungen. Eine These ist, wir haben es damit ein Kommunikationsproblem zu tun, das mindestens auf uns zukommt. Also irgendwo Generationen, die sich nicht mehr verstehen. Wir haben auch hier, auch in den letzten 2, 3 Jahren, eine Masse an Publikationen, die versucht zu beschreiben, was steckt eigentlich dahinter, hinter dieser Net Generation. Was könnten Attribute sein, Adjektive sein, mit denen wir sie beschreiben können? Was entwickeln die für Eigenschaften mental oder auf der Verhaltensseite? Und das sind so bis zum Homo sapiens Beschreibungen, dieses Phänomen auf einen Begriff zu bringen. Ich bin mal in eine dieser Studien, eine neuere Art, etwas tiefer eingestiegen. Dies war einem britischen Institut, Cyber, und dieses Bild ist wirklich auf der Titelseite. Da geht es darum, ist diese Google Generation Mythos oder Realität? Und ich habe Ihnen einfach mal so in einem Schnelldurchlauf auch wiederum so adjektive Attribute mitgebracht, die von den Experten dort bewertet worden sind. Und ja, was sagen die, was diese Zuschreibung betrifft, könnte sein oder könnte wahrscheinlich zutreffen. Sie sagen, ja, diese Generation, die da kommt, diese Net Generation, die ist kompetenter im Umgang mit Technologien. Es sind eher aktive Nutzer als passive Konsumenten und ich denke, YouTube und andere Medien unterstreichen das. Sie ziehen visuelle Informationen Texten vor, Cut and Paste, Copy and Paste,
ein Ja trifft wohl zu. Sie sagen, andere Zuschreibungen sind da schon eher mit einem Fragezeichen zu versehen oder noch völlig offen. Multitasking. Was für ein Phänomen ist das eigentlich? Ist das positiv, ist das negativ? Negativ, wen zeichnet es aus? Gewöhnt sich Dinge spielerisch zu erarbeiten, ist auch so ein Ding, das oder auch so ein Phänomen, das durch die Medien geistert, das nur noch Edutainment funktioniert, auch da eher als offene Entwicklung in den Raum gestellt. Denken, das Web birgt alle Antworten, also eine Überzeichnung der Möglichkeiten des Internet, offen, respektieren kein Copyright, ist jetzt eher eine mentale Sache, aber auch völlig offen. Und sie sagen, andere Dinge, die auch gerne mit dieser Generation, mit diesen zukünftigen Mitarbeitern verbunden werden, sind eher noch in dem Bereich der Mythen einzuordnen. Also bestehen auf unmittelbarer Erfüllung ihrer Informationsbedürfnisse. Es gibt keine Belege dafür. Oder andersherum, das könnten Zuschreibungen sein, die genauso auf uns zutreffen. Keineswegs auf jüngere Mitarbeiter. Entwickeln Computer Skills durch Trial and Error. Es gibt keine Belege dafür. Ziehen kurze, schnelle Informationen langen Texten vor. Hier muss man eher sagen, das war schon immer so. Abstracts für Bücher gibt es seit es Bücher gibt. Also das Verlangen nach, die Suche nach kurzen Informationen zeichnet uns alle schon aus, seitdem es dickleibige Informationen gibt. Sind Expert-Searchers auch völlig offen? Eher das Gegenteil. Also Sie merken schon hier diese Google-Generation, diese Warnzeichen, die da kommen in Richtung zukünftige Mitarbeiter, die sind noch mit sehr, sehr vielen Fragezeichen versehen. Da kommt etwas. Wir müssen uns sicher darauf vorbereiten. Wir müssen hinschauen, was für Mitarbeiter haben wir dann in Unternehmen. Aber es ist noch sehr, sehr offen, was die mitbringen. Und das ist eine Erfahrung, denke ich, die viele auch in den letzten Jahren gemacht haben oder sofort unterstreichen, wenn sie diese Studie mal näher angucken. Sie merken dann oft, dass im eigenen Umfeld es anders aussieht, dass die gar nicht so webaffin sind oder vielleicht einzelne Applikationen nutzen, aber dann keineswegs kompetent mit Informationen umgehen können zum Beispiel. Aber da kommt etwas. Und wer ein bisschen Zeit hat am Wochenende, vielleicht zwischen zwei Spielen, das ist Rolf Schulmeister, der die Frage einfach mal aufgenommen hat und sich ein bisschen reingekniet hat. Die kurze Antwort ist, nein, es gibt sie nicht. 70 Seiten. Ja, für eine Halbzeit ein bisschen zu viel, aber danach. Ältere Mitarbeiter, mal als letzte Zielgruppe, eine völlig neue Zielgruppe für die Weiterbildung, darf man wohl so sagen. Sind sie etwas Besonderes? Ist, denke ich, die erste legitime Frage. Momentan gibt es Umfragen, Nachrichten, Informationen dadurch in den Medien zuhauf. Wirtschaft und Weiterbildung, die letzte Ausgabe, E-Learning für Senioren. Was steckt dahinter, ältere Mitarbeiter? Was man sagen kann, ist, dass das Personalmanagement hier mit Aufgaben zu tun haben wird. Der demografische Wandel ist Fakt. Und einige Dinge, die ich hier aufgeschrieben habe, also alternde Belegschaften, Mitarbeiter, die länger in Unternehmen verweilen, Fachkräfte, die nicht mehr im selben Tempo nachrücken wie in den letzten Jahren, die geringere Weiterbildungsbeteiligung älterer Mitarbeiter, das sind Fakten. Das sind Fakten, mit denen umgegangen werden muss, die sicher Aufgaben oder Herausforderungen für das Personalmanagement darstellen, aber wie steht es mit dem Lernen? Brauchten die auch Lernangebote, die für diese Zielgruppe zugeschnitten sind, diese 50-plus Lernangebote? Auch hier gibt es auch wiederum in den letzten 2-3 Jahren eine wachsende Zahl von Studien. Seitdem der demografische Wandel auf der Tagesordnung ist, werden diese Fragen natürlich runtergebrochen, landen auch in der Weiterbildung. Auch hier ist die Informationslage noch relativ offen. Da ist eine Frage, da ist eine Zielgruppe, aber wie geht man damit um? Lernen Ältere anders als Jüngere? Spontan, nein, warum sollten sie? Braucht es spezielle Qualifizierungsangebote? Eine eigene Didaktik? Also ich habe letzte Woche noch eine Umfrage bekommen, da landen einige immer mal wieder in meinem Postkorb, wo gefragt wurde nach E-Learning-Angeboten für Mitarbeiter ab 50. Und dann wurden E-Learning-Instrumente aufgelistet und ich sollte ankreuzen, welcher dieser Instrumente könnte besonders für diese Zielgruppe passen. Und dann saß ich da und musste überlegen, ob Weblogs oder ein Wiki sich vor allen Dingen für Qualifizierungsangebote 50 plus eignet. Auch hier eine kurze Zusammenfassung dieser vorhin genannten Studien.
Also was kann man daraus ablesen? Braucht es spezielle Weiterbildungsangebote oder Maßnahmen oder eher nein? Und Sie sehen auch hier ein Pro und Contra, also eine Situation, die noch relativ offen ist. Es gibt einige Dinge, die doch dafür sprechen. Ich denke, der wichtigste Punkt, wenn ich die kleine Liste noch mal kurz überblicke, ist der vierte. Es sind Mitarbeiter, die Erfahrungswissen mitbringen, die in der Regel schon über Jahre im Unternehmen sind, dort sich Kompetenzen erarbeitet haben, und es wäre wahrscheinlich sehr fahrlässig, auf diese Kompetenzen in Weiterbildungsangeboten nicht Rückgriff zu nehmen. Also Angebote so zu gestalten, dass dieses Erfahrungswissen dort einfließen kann. Das ist sicher ein ganz starkes Pro-Argument. Das stärkste Kontra-Argument ist wahrscheinlich das letzte. Und wenn Sie schon mal vor der Aufgabe standen, irgendetwas für diese Zielgruppe zu entwickeln und es entwickelt haben und dann vielleicht nach einem Titel gesucht haben, wenn Sie gemerkt haben, wie schwer das ist, wie kann ich da eine Maßnahme nennen, ohne diese Zielgruppe nicht zu stigmatisieren, zu diskriminieren, ohne ihr nicht zu sagen, okay, du bist jemand, der besondere Hilfen braucht, und so weiter und so fort. Ich denke, das ist ein ganz, ganz großes Problem, wenn es darum geht, diese Maßnahmen dann auch zu dieser Zielgruppe zu bringen. Aber Sie merken auch hier ein Thema, das sicher kommen wird. Und jetzt kommen die vielleicht drei wichtigsten Folien als Zusammenfassung. Ich wollte es in jedem Fall bis zu diesen Folien schaffen. Das habe ich getan. Ich denke, das Thema dieser Zielgruppen ist ein sehr spannendes und auch mit vielen Fragen noch versehenes. Es lohnt sich hinzugucken, vor allen Dingen, um rauszukriegen, was für Informationsbedürfnisse haben die Mitarbeiter, mit denen sie zu tun haben, wirklich. Also wir haben in den letzten Jahren sehr viel getan auf Seiten des Bildungsmanagements. Wir haben dort effizientere Strukturen geschaffen, wir haben E-Learning eingeführt, wir haben Lernplattformen eingeführt, wir haben Trainingsabteilungen auf das Notwendigste reduziert. Workshops, Seminare finden nur noch in einem Format statt, das viele Trainer nur noch unter Schmerzen Räume betreten lässt. Die andere Seite ist, denke ich, die Seite, wo das Potenzial liegt. Und die Studien, die ich Ihnen vorhin vorgestellt habe, und die Ergebnisse und die Hypothesen sind sicher nur ein Anstoß, weil Sie haben es garantiert mit anderen Zielgruppen zu tun. Da steckt viel an Fragen drin, an Sensibilisierung, aber ich kenne ganz, ganz wenige Unternehmen aus vielen Jahren jetzt, die wirklich mal hingegangen sind und gefragt haben, was für Informationsbedürfnisse hat meine Zielgruppe, meine Führungskräfte, meine Spezialisten für irgendein Thema. Genauso, was wissen wir über Nutzungsgewohnheiten? Also wie die mit Medien umgehen, und zwar nicht nur am Arbeitsplatz mit dem einen Rechner und dem einen Hilfsmittel, das sie dort haben, sondern wie nutzen sie Laptops, wie nutzen sie Technologien vom iPhone bis zum iPod in der Freizeit? Und was kann ich daraus ablesen, nutzen, einbauen, in welcher Form auch immer in der Qualifizierung? Genauso Medienkompetenzen. Was können die? Vor Jahren fingen viele Unternehmen mal an und haben so den Webführerschein 1.0 oder Webführerschein hieß er einfach nur eingeführt. Da ist seitdem wenig passiert. Ich habe keine Ahnung, jeweils bezogen auf einzelne Zielgruppe, wie ist da die Weiterentwicklung? Also wie haben Mitarbeiter schon alle ihr Profil in Xing? Ist das eine Entwicklung, auf die man reagieren muss? Also das ist so ein typisches Beispiel, wo sich auch viele Personalmanager immer sehr überrascht zeigen, wenn es darum geht, was kann zum Beispiel in Sachen Communities im Unternehmen unternommen werden. Wenn man denen dann erzählt, hör mal, es sind 587 deiner Mitarbeiter hier schon bereits in Xing und die tun das. Die Frage ist dann für die oft, warum gehen die auf diese Plattform, aber nicht auf meine eigene, die ich auch habe. Also da findet sehr viel statt, aber die Beschäftigung mit diesen Entwicklungen steht eigentlich noch ganz am Anfang. Also ich kenne immer nur von sehr kleinen Umfragen oder Annäherungen an diese Zielgruppen, meistens so auf Teamebene. Und ich denke, die großen Fragen, die lohnen durchaus mal einer näheren Betrachtung. Und das, was wir neue Technologien, was wir Web 2.0 nennen, ist dort sicher eine Möglichkeit, passgenaue Antworten für diese Zielgruppen zu finden. Und wir haben jetzt Sommer 2008. Ich werde jetzt keine Einführung hier machen, was ist ein Wiki, was ist ein Weblog, was ist eine Social-Networking-Seite. Ich habe Ihnen mal zwei Ideen mitgebracht, wie man das Web 2.0, wie man diese Entwicklungen vielleicht zusammenfassen kann und daraus dann wiederum Entwicklungen ableiten kann für die eigenen Aufgaben.
große Überschrift, wie funktioniert Web 2.0? Wie gesagt, keine Vorstellung einzelner Tools, sondern wieder eine kleine Rückschau, diesmal nicht ins Jahr 1996, sondern ich gehe noch weiter zurück, Ende der 60er Jahre. Das ist Mark Granovetter, einer der bekanntesten Soziologen, lehrt an Stanford. Es wird kolportiert, dass er Ende der 60er Jahre auch mal vor der Aufgabe stand, eine Diplomarbeit schreiben zu müssen. Und dass er ein Gespräch hatte mit seinem Prof, wo es genau darum ging, wo er mit ihm saß und die Frage stellte, worüber kann ich schreiben, das könnte ein Thema sein. Ich möchte über irgendetwas schreiben, das mir dann später auch so eine Eintrittskarte ins Arbeitsleben ist. Und der Prof ihm sagte, ja, wunderbare Idee, schreib doch genau darüber. How to get a job. Und er sagte, gut, mache ich. Nahm die Frage mit, führte Befragungen, Gespräche durch in seinem Umfeld, in seinem Bekanntenkreis, um rauszukriegen, wie Menschen an Jobs kommen und wie ihnen andere Menschen dabei helfen. Und das Spannende war, zumindest zur damaligen Zeit, dass das Ergebnis war, die erzählten, dass sie Jobs mit Hilfe anderer bekommen hatten, sagten, das waren nicht die Freunde, es waren nicht die Familie, es waren nicht die Beziehungspartner, die einem da geholfen haben, also die es wirklich gut mit einem meinen, sondern es waren die Weak Ties, die losen Kontakte, die Menschen, die in anderen sozialen Netzwerken waren und da einem den entscheidenden Tipp gegeben haben. Das hat dann in der Soziologie und in anderen Bereichen eine Lawine an Untersuchungen ausgelöst. Also gerade um rauszukriegen, wie fließen eigentlich Informationen durch eine Gesellschaft? Wie kommen sie von A nach B, wenn doch der Kern immer wieder soziale Netzwerke sind? Wie finden dann Informationen aus diesen Netzwerken raus? Und es war auch eine Zeit, in der Massenmedien noch nicht den Stellenwert hatten wie heute. Aber überhaupt, wie kommen Kaufempfehlungen und so weiter, wie funktioniert eine Gesellschaft eigentlich? Aber hier das Spannende ist eigentlich, dass zum ersten Mal diese Bedeutung der Weak Ties, der schwachen Verbindungen, der schwachen Kontakte in den Vordergrund gestellt wurde. Und wenn wir uns das Web 2.0 angucken, dann entdecken wir auf einmal genau diese Weak Ties wieder. Und zwar nicht nur auf den Social Networking Seiten wie Xing und anderen, wo es natürlich darum geht, wo wir auch ganz staunend vor dem Phänomen stehen, dass einer 3.120 Freunde hat und wir natürlich sofort wissen, das geht gar nicht, man kann nicht 3.121 Freunde haben, sondern höchstens 3 oder 4. Das sind natürlich genau diese Weak Ties, um die es da geht. Oder die Kontakte von Kontakten, die Kontakte dritten Grades. Also diese ganz losen Verbindungen. Und das Web 2.0 tut nichts anderes, als auf einmal das Handling dieser Weak Ties sichtbar zu machen, effizienter zu machen. Weil auch wenn Sie die anderen Anwendungen nehmen, wenn Sie Weblogs nehmen, wenn Sie alles Mögliche, alle diese Web 2.0-Applikationen, führen Sie ganz schnell über 2, 3 Schritte zu Menschen, zu Kontakten, die dasselbe abonniert haben wie Sie, die auf dieselben Seiten geguckt haben wie Sie, die sich auch für das Video interessiert haben, das Sie angeguckt haben. Deswegen also, diese Weak Ties sind so eine Art Währung, neue Währung des Web 2.0. Und gerade in Bezug auf Communities, Netzwerke und auch die Möglichkeiten, die man vielleicht in anderen Kontexten wie Unternehmen damit machen kann, denke ich, eine sehr spannende Entwicklung. Und der andere Erklärungsversuch, der ist auch wieder mit einer Person verbunden. Das ist David Weinberger, vielleicht der Internetphilosoph momentan, also der bekannteste, der versucht so ein bisschen zu schauen, zu beschreiben, was sich eigentlich hinter dieser Entwicklung verbirgt. Das ist sein aktuelles Werk, Everything is Miscellaneous. Und er, ja, ich verkürze jetzt radikal, aber er kann mich ja nicht hören, er beschreibt das Internet, also die neuen Entwicklungen, indem er sagt, das ist die Welt, wie wir sie kennen. Die Welt erster Ordnung, sagt er. Dinge haben ihren Platz. Als Bild vielleicht hier diese Lego-Landschaft. Schrauben zu Schrauben, Grün zu Grün, Blau zu Blau. Sie kennen das aus Kaufhäusern, aus Buchhandlungen. Jedes Ding hat seinen Platz. Und wo es zu unübersichtlich wird, haben wir Hilfen, haben wir Katalogsysteme. Wir haben den Wegweiser im Kaufhaus, der uns sagt, Geschirr in der dritten Etage. Wir haben Katalogsysteme, die uns sagen, das Buch, das du suchst, ist im dritten Raum. Aber er sagt, diese Welt, wie sie uns bekannt ist, wie sie uns vertraut ist, hat ihre Grenzen. Hat ganz deutliche Grenzen, nämlich jedes Ding hat natürlich nur einen Platz. Bis auf vielleicht Batterien in Kaufhäusern oder so. Hat das Problem, dass der Platz endlich ist. Jedes Kaufhaus, jede Buchhandlung muss Entscheidungen darüber treffen, was es aufnimmt in ihr Sortiment und muss Dinge rausnehmen, weil Platz ist begrenzt.
Und es braucht in der Regel Experten. Es braucht Menschen, die sich auskennen mit diesen Systemen, die sagen, wenn da was Neues kommt, dann gehört es in die dritte Etage oder in den dritten Raum. Und er sagt, diese Beschränkungen, wie wir sie kennen, Ordnung erster Welt, erste Ordnung, Welt zweite Ordnung, die gilt nicht mehr, wenn wir uns die Web 2.0-Applikation anschauen. Das wird vielleicht am schönsten oder am klarsten deutlich, wenn wir hier, Flickr ist eine der bekanntesten Online-Foto-Plattformen, wo Sie also, wenn Sie es noch nicht kennen, Ihre Fotos nehmen können, mit unendlichem Platz diese Fotos dort ablegen können. Sie können die Fotos mit kleinen Stichworten versehen, Sie können Alben anlegen und so weiter und so fort. Aber das Spannende, was eigentlich hier sehr schön deutlich wird, ist, es funktioniert genau andersrum als diese Welt erster, zweiter Ordnung, wie wir sie kennen. Die Dinge werden einfach reingeschmissen auf diese Plattform. Da ist kein Experte, der sagt, hallo hier, du musst an mir vorbei und ich sage dir, ob das Foto, das du hast, jetzt in den Bereich Inseln gehört, in den Bereich Pflanzen, in den Bereich Tiere, sondern man nimmt die Fotos und schmeißt sie rein und sagt, okay, ich sage mal, das Foto gehört zu Mallorca, das gehört zu schönem Wetter, das gehört zu zwei anderen Dingen. Also eine komplett andere Sichtweise, eine nutzerorientierte Sichtweise. Die Ordnung wird geschaffen beim Ausgang der Dinge. Nicht, wenn die Dinge reinkommen, wie in den Beispielen, die wir vorher hatten, sondern wenn sie rausgehen. In dem Moment, wo ich auf diese Plattform gehe und eintippe Mallorca, wird alles sortiert. Werden alle Bilder genommen, die diesen Tag, wie es so schön heißt, Mallorca haben und zusammengeworfen. Also eine komplett andere Sichtweise gegenüber der Sichtweise, wie wir sie kennen, was den Umgang mit Dingen angeht. Das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Das andere hat seinen Vorteil, das wissen wir selbst. Wenn Experten sich hinsetzen und Dinge ordnen, dann hat das einen Wert, für den wir an vielen Stellen auch gerne bereit sind zu bezahlen. Hat auch Nachteile. Experten brauchen ihre Zeit. Das können wir bis runterbrechen, bis auf die WBT-Entwicklung, die mit Experten und all den Prozessen vielleicht einen bestimmten Zyklus von Monaten braucht. Wenn ich es umdrehe und sage, entwickelt ihr doch euer E-Learning selbst, indem ich euch nichts anderes als ein Wiki hinstelle, dann können wir uns da natürlich auch ganz andere Prozesse vorstellen. Also Qualitätsseite sicher ein Vorteil, was Experten angeht. Wenn man Flexibilität, Aktualität nimmt, Nutzerorientierung, sicher Vorteile in dieser Welt. Und es ist ein tragendes Element für Web 2.0, weil alle Applikationen, alle wesentlichen Applikationen unterstützen eigentlich diese Sichtweise, diese nutzerorientierte Sichtweise. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, hier nochmal so die klassischen Tools, hier nochmal die wesentlichen Grundprinzipien wie Community Building, wie Wisdom of the Crowds, User-Generated Content, wenn wir die Emphase nochmal auch im Hinterkopf behalten, die auf dem Einzelnen, auf dem Nutzer liegt, dann wissen wir natürlich auch, dass das nicht eins zu eins übertragen werden kann auf das, was wir in der Qualifizierung kennen, in der betrieblichen Weiterbildung. Das kann also nur adaptiert werden. Das kann nur oder sollte nur mit Blick auf Prinzipien, auf Ideen, auf Sichtweisen langsam angenähert werden an das, was wir kennen. Ich habe es in den nächsten Seiten mal kurz beschrieben, wie so eine Annäherung aussehen könnte, weil ich denke, es geht nicht um eine 1-zu-1-Übertragung. Es geht nicht darum, ein Wiki nachzubauen und dann zu schauen, ob sowas wie Wikipedia im Intranet des Unternehmens funktioniert. Aber diese Prinzipien, die ich Ihnen kurz vorgestellt habe, bieten ein wahnsinniges Potenzial, um für diese Zielgruppen neue Antworten zu entwickeln. Antworten, die über das klassische Bildungsmanagement und seine Antworten hinausgehen. Ich denke, ein Stichwort ist sicher Lernen als Prozess zu betrachten, mehr als Prozess zu betrachten. Wir haben traditionell eine Sichtweise, die das Lernen sehr stark als Event, als Intervention betrachtet. Das Seminar ist so, der Workshop ist so, ich gehe rein, ich gehe wieder raus. Das WBT bearbeite ich, ich habe es irgendwann fertig bearbeitet. Ich denke, dort anzubauen, Lernen stärker an die Arbeit ranzubringen, stärker an die Prozesse, in denen Mitarbeiter ohnehin stecken, es stärker auch mit dem, was man Wissensmanagement nennt, zu verknüpfen, ist sicher eine Herausforderung. Und die Tools, die ich vorhin kurz genannt habe, oder die Prinzipien, können da aus meiner Sicht wahnsinnig gut unterstützen. Also Lernen als Prozess, so als ein Thema. Lernen auch jenseits von Lernplattformen. Ich denke, in den letzten Jahren, auch mit den Einführungen von Lernplattformen
ist sehr, sehr viel, was die Bildung angeht, zentralisiert worden, zusammengefügt worden, wieder in Richtung dieser einen Lernplattform, in Richtung zentraler Prozesse. Dort wieder etwas Öffnung, die Verbindung vielleicht von den Lernplattformen, von Kursen raus, auf Angebote, auch in Intranets, wo aber Menschen wiederum Eingaben machen können, wo sie schreiben können, wo sie sich austauschen können. Ich denke, auch das ist eine Aufgabe, die technisch gar keine Herausforderung ist, aber eher so ein Umdenkungsprozess in der Herangehensweise an Bildungsangebote bedeutet. Wie gesagt, technisch ist das alles kein Problem. Die CMS sind da, die Wikis sind da. Die Verbindung muss nur geschaffen werden. Man muss sich mit der Frage auseinandersetzen, natürlich auch, wie viel Zeit kann ich investieren, sollen Lerner investieren. Da liegen eher die Herausforderungen. Informelles Lernen, ja, ein großes Thema, nicht nur auf der E-Seite. Da ein stärkeres Gesamtbild zu bekommen. Was habe ich an formalem Lernen, wie es vorhin auf den Eingangsfolien hieß, und den Angeboten, die darüber hinausgehen, die ich also immer zur Verfügung habe, um Fragen on demand im Augenblick zu lösen. Ich denke, das ist auch noch eine Sache, die zwar an vielen Stellen angepackt ist, aber das Gesamtbild fehlt oft noch. Eine Lernlandschaft, die sowohl formales Lernen als auch informelles Lernen integriert. Erfahrung und Inhalte der Lerner aufnehmen ist aus meiner Sicht auch eine riesige Chance. Auch technisch überhaupt kein Problem. Mitarbeitern, die für eine Software geschult sind, für ein neues Produkt geschult sind, gleich die Plattform zu geben und zu sagen, okay, du machst ab morgen in der Praxis deine Erfahrungen, teile die doch gleich mit. Wir haben die Prozesse da, die Prozesse gibt es. Die laufen über Hotlines, über Helpdesks, über eher aufwendigere Dinge, wie ich sie Ihnen aus der Welt erster, zweiter Ordnung vorgestellt habe. Aber diese spontanen Möglichkeiten. Ich habe ein Wiki und das Wiki ist dann vielleicht das E-Learning, das WBT 2.0, nämlich angereichert um die Erfahrung, um die Praxiserfahrung der Mitarbeiter, die mit diesen Tools und Produkten arbeiten. Der Weg wird noch relativ selten beschritten. Und abschließend, genauso wie Lernen sehr eventbezogen ist, ist Lernen häufig bei uns auch noch sehr contentbezogen. Also wir diskutieren sehr viel über Inhalte, weniger darüber, dass vielleicht der Zugriff auch über das Zusammenbringen von Experten, von Mitarbeitern, von Zielgruppen bestehen könnte. Und weniger der Content im Vordergrund steht, sondern ja, ihr habt alle dieselbe Aufgabe, dieselbe Erfahrung, schließt euch zusammen, hier ist eine Plattform. Das Aufsetzen dieser Plattform ist heute auch technisch kein Thema mehr. Also auch das Risiko auf dieser Seite schwindet. Es braucht wahrscheinlich nur ein bisschen Mut, sich auch davon zu lösen, gleich etwas nachbauen zu wollen, wie es im Internet da ist. Also der Mut auch von 10 Communities, denen ich ein Angebot mache, auch vielleicht 5 wieder nach einem Jahr abzuschalten, weil sie aus irgendwelchen Gründen nicht funktionieren. Und wir haben ja hier mit Mitarbeitern zu tun, die sehr schnell mal die Aufgabe wechseln, den Bereich wechseln. Da ist es ganz klar, dass Communities kein lebenslanges Projekt sein können. Aber die Möglichkeiten, Weiterbildung von dieser Seite mal zu betrachten, denke ich, können eine wichtige und spannende Ergänzung sein gegenüber einer sehr content-fokussierten Betrachtung. Ich denke, ich bin gut in der Zeit. Herzlichen Dank.